Hey Leute, willkommen zurück zu Outlast. Oh, kaum habe ich das Spiel wieder an, fühle ich mich wieder ganz dreckig. Kennt ihr sowas? Dieses Gefühl? Oh Gott. Ja, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, in dieses Loch sind wir gesprungen und dort mache ich jetzt gerade weiter. Ah, ich glaube, hier drüben war ich schon, oder? Habe ich versucht, hier rüber zu klettern? Das ist mir im Review aufgefallen des Videos, dass ich hier wohl noch nicht war. Ja, aber das habe ich alles versucht. Ich dachte nur, ich könnte hier oben durch diese Lücke krabbeln. Kann ich nicht. Naja, oh Gott. Wird schon wieder ganz elend. Ich habe jetzt ein paar Tage... Oh Gott, der Donner. Ich habe es gerade sehr laut auf den Ohren, aber ich glaube, das ist auch gut so, denn dann wirkt alles noch ein bisschen besser. Oh, ich kann es euch nur empfehlen, Leute. Schaut euch das Ganze hier im Dunkeln an mit Headset auf. Oder im Dolby Surround, denn nur so entfaltet seinen ganzen Schrecken. Glaubt es mir. Wallrider, ist das das Symbol dafür? Dieses in sich geschwungene Symbol? Oh Gott. Ich mach mal kurz Nachtsicht an. Leute, wenn der Große wieder kommt, ich schrei wieder. Oh. Ich bin so schreckhaft. Leute, ihr habt's mir prophezeit. Ich wollte es nicht glauben, aber dieses Spiel, das geht mir echt an die Substanz. Wirklich. Ist da denn? Ah, eine Batterie. Sehr schön. Ah, ist da einer? Ach nee, das sind die Duschen. Das habe ich von oben gesehen. Dort, wo mich die beiden Brüder verfolgt haben. Wisst ihr noch? Das war hier, also. Oh Gott, Leute. Ich will da nicht runter. Was ist denn da los schon wieder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, fantastisch. Hört ihr den Gesang? Ich komme mir gerade vor, als wäre ich Indiana Jones und würde hinabsteigen in den Tempel des Todes. So ein bisschen erinnert mich das daran. Oh, was? Oh Gott. Mann, diese blöden Missionsupdates. Oh ja, entkomme aus der Kanalisation. Das hört sich zauberhaft an. Ah. Ich glaube, das... Wovor ich mich am wenigsten fürchten muss hier unten ist, irgendwie durch Fäkalien zu stapfen. Das ist alles noch im vertretbaren Rahmen. Zumindest ist das normal und nicht übernatürlich. Aber alleine grafisch hier unten sieht das fantastisch aus, muss ich sagen. Nicht schön, aber fantastisch. Oh Mann, ich muss den jetzt nicht anpacken und da wegziehen, oder? Hi. Wie auch immer der es geschafft hat, hier runterzukommen. Wahrscheinlich auf demselben Wege wie ich, aber... er hat es nicht weiter geschafft, muss man sagen. Ja, was? Was war das eben? Ich hab's noch im letzten Moment vorbeihuschen sehen. Leute, das... Ich hoffe, ihr habt mehr gesehen, weil ich hab das bei mir sehr dunkel aktuell. Oh ja, ich weiß, die Batterien gehen schon wieder alle. Hör doch auf mit sowas. Oh Gott. Oh. Was haben wir denn da Schönes? Mit Bleistift auf die Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Handschrift gleicht Schriftstücken des Patienten Vater, Martin Archimbaud. Dieser Gott ist real. Was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten, wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sauls Augen waren Furcht. Und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des Wallrider. Das Evangelium des Sands. Die größte Stunde der Welt... Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren, also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort. Sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Ach Gott, Leute, ich hab... Oh. Nennt mich Pussy, ist mir egal. Es ist... Ich glaube, zusehen ist lang nicht so...
Ich glaube, zusehen ist noch lange nicht so schlimm wie selber spielen, Leute. Das ist eklig. Oh, ich habe Angst, dass mich gleich was anspringt. Das ist... Oh, diese allgegenwärtige Präsenz einfach mal, das spürt man hier regelrecht. Ich weiß, das hört sich dumm an in einem Computerspiel, aber... Glaubt mir, es ist so. Oh Gott. Na, da habe ich zumindest... Oh. Hör doch auf mit sowas, verdammt nochmal. Immer diese Geräusche. Prison Block Dane, Female Ward. Drain, nicht Dane. Also der Abfluss. Wo bin ich denn jetzt aktuell? Hier? Ach ja, ich bin dort, wo sich die beiden Leitungen kreuzen. Man sieht's. Ich fang's mal ein bisschen ein mit der Kamera. Hier. Und wir müssen dann... Prison Block Drain. Müssen wir dann rechts gehen oder muss ich links? Female Ward. Wir haben hier noch keine Frauen gesehen in dem Spiel. Ich glaube aber, die sind nicht minder gefährlich, wenn wir denen begegnen, oder? Oh, ich will nicht schwimmen gehen. Ich gehe nicht in dieser Pissblöre schwimmen. Tut mir leid, Leute. Das werde ich nicht tun. Oh! Oh, komm schon. Was macht der hier unten? Der geht zu der Frauenabteilung. Ich gehe mal zu den... zu der Prison Ward. Oh Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Dieser große, dicke Typ. Ich will mich nicht mit ihm anlegen. Das... Oh. Das ist nur Getröpfel. Alles gut. Alles gut. Ihr habt mir auch schon gesagt, ich hatte bisher sehr viel Glück, was das angeht mit dem Verstecken. Denn man kann ja wirklich entdeckt werden, wenn man sich im falschen Spind versteckt. Okay. Oh Gott, Leute, ich fühle mich so dreckig. Ich fühle mich so dreckig. Und ich glaube, keine 100 Duschen könnten das Gefühl beseitigen. Oh Mann. Ich hoffe, das ist richtig. Wenn ich jetzt beide Drains zudrehe, vielleicht kann ich dann die Leiter runtersteigen in den Abfluss. Oh nein, da kommt er. Da kommt er. Nein, du kommst jetzt nicht hierher, oder? Nein, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Okay, da liegt noch was. Einer liegt dort. Vielleicht habe ich da eine Batterie oder sowas. Bitte, bitte, bitte. Ja. Ja, ja, ja. Oh, Leute. Das ist schlimmer als jede Custom Story aus Amnesia. Oh, ich bin so gespannt darauf. Dass, wenn ihr das Video seht, dann kommt bald im Anschluss wahrscheinlich schon der erste Part. Ich freue mich so drauf. Aber erstmal hier. Ich finde... Also wirklich, ich muss jetzt mal ein Statement abgeben für dieses Spiel hier. Ich glaube, Amnesia wird es schwer haben, für mich das zu überbieten, was dieses Spiel bietet. Ernsthaft. Ich habe noch nie so eine Angst gehabt in einem Spiel, so permanent angespannt zu sein. Es ist nicht die Angst, versteht mich nicht falsch. Es ist das Gefühl, dass... dieses permanente Gefühl des Ekels, der Abscheu und... einfach, ich weiß nicht, als wäre da irgendwas, wogegen man nichts tun kann. In Amnesia, da war das ja alles verhältnismäßig harmlos. Oh Gott, ich bin hier richtig. Na komm schon, die Drains. Mach zu. Oh. Immer dieser Sound, verdammt. Dieser verdammte Sound, wenn ich irgendwas aktiviere oder eine Quest erledigt habe. Oh Gott. Erstmal hier reinkrabbeln. Warum platschst du denn so komisch? Ah. Oh, was machst du hier?
Geh mal weiter, du Mistkerl. Ja, geh weiter. Oh, sehr gut. Der geht da hinten in den Woman's Ward. Da, wo der Abfluss war. Oh, dieser Typ, ne? Zum Glück muss ich mich nicht wirklich vor dem verstecken oder vor ihm fliehen. Der ist eigentlich ziemlich blöde. Oder ich habe seine Mechanik schon durchschaut, wie der sich hier umsieht, der Idiot. So, komm jetzt. Kann ich da? Mach da, gut. Mach da, mach da. Guter Mann. Guter Mann, Miles. Oh Gott, was für eine Erleichterung. Na? Wie weit denn noch? Nicht, dass der gleich von oben runterkommt. Könnte ich mir gut vorstellen, das Schwein. Oh, da ist einer abgesoffen. Oh nee, die Batterie. Oh. Wie seine Augen halt noch leuchten. Oh Mann. Ich fühle mich so elend. Das ist auch so ein ganz verkrusteter... Oh Gott. Jetzt sehen wir auch mal, wie es ausschaut ohne Batterien. Wenn man keine drin hat in der Kamera. Die Nachtsicht funktioniert scheinbar noch, aber mehr so rudimentär. Oh Gott, der könnte tatsächlich noch leben. Ich mache da immer einen großen Bogen drum, Leute. Oh. Ja, ja, ja. Blöder Dampf. Bei sowas warte ich lieber. Heißer Wasserdampf, Leute. Ihr wollt gar nicht wissen, wie weh die Verbrennungen tun damit. Okay, komm schon. Oh, komm schon. Alter, was ist das? War das dieses übernatürliche Wesen, oder? Ich will es gar nicht wissen, glaube ich. Was auch immer das für Abflüsse sind. Oh. Oh, komm schon, wer ist das schon wieder? Entschuldigung, ich muss euch gut mal etwas aus der Stimmung reißen. Das tut mir sehr leid. Ich hab doch Untertitel anzeigen. Ja. Ich hab gehofft, man hört ihn jetzt oder man sieht, was er singt in den Untertiteln. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Wir ähneln uns kein Stück, mein Freund. Tut mir sehr leid, aber du bist schon lange was anderes. Haben wir da noch was? Es sieht aus, als wäre hier echt ein Vorsprung an der Mauer. Seht mal, wenn ich das ausmache. Jetzt könnte ich mich da hochziehen, aber... Ich würde gerne mal wissen, wer das war hier mit der Lampe. Auf jeden Fall ist er jetzt weg. Wer war denn das, verdammt nochmal? Na komm, nimm die Batterie. Dass hier aber auch jeder tot ist. Warum kann ich nicht mal einen normalen Menschen treffen? Das wäre das Allerbeste, was mir geschehen würde, glaube ich. Ist das eine Akte? Nö, das ist nur ein Stück Papier, leider. Oh, dieser große Dicke. Ich hoffe mal, der folgt mich nicht weiter, sonst kriege ich hier den Rappel. Aber wirklich. Hat das geblinkt? Ich meine, ich hätte was gesehen. Ich finde das übrigens gut, dass er die Leiter so langsam runtersteigt. Normalerweise ist das immer viel zu übertrieben und schnell und unrealistisch.
in solchen Dingern hier. Oh shit. Female oder Male? Ich gehe erstmal zu den Females. Und da ist zu. Ich wollte schon sagen, hier mal ein paar Frauen zu treffen, wäre vielleicht ganz schön. Die Männer, die sind mir viel zu krank unterwegs. Aber ich glaube, das macht mittlerweile auch keinen Unterschied mehr. Ah, oh. Oh Gott. Das ist so furchtbar. Oh, verdammt nochmal, was haben die hier gemacht? Ist hier nur geschehen? Haben die da irgendwas... was ist das denn? Das sieht aus wie ein Stück Darm. Uah, lecker. Guck mal hier. Da haben wir alles, was wir brauchen. Darm? Na, es ist nur der Darm scheinbar. Das müsste eine Niere... Nee, das ist die Leber. Die sieht aber ein bisschen komisch aus. Boah. Boah. Lecker. Ich fange schon an, dieses Gegröß hier zu benennen. Das ist ja... Oh Gott. Das ist widerlich, Leute. Oh. Oh. Oh, komm schon, was ist das? Ist das das Monster, das Unsichtbare? Oh, bitte nicht. Ja, ich kenne schon die Tricks. Wenn der hier steht, gedrückt halten, um die Tür langsam zu öffnen oder einfach nur für öffnen, dann... Ja, dann geht die Tür auf. Ansonsten nicht. Ansonsten geht sie nämlich nicht auf. Aber ist ja logisch. Ist ja der Umkehrschluss. Oh, komm schon. Bitte, bitte, bitte. Lass mich hier unbeschadet raus. Oh Mann. Jetzt beruhig dich doch mal, Miles. Im Moment ist doch alles gut. Du machst mich ganz kirre, weißt du das? Mit deinem Rumgeschnaufe. Fragile. Ja, ich bin auch zerbrechlich. In der Tat bin ich das. Kann ich da irgendwo... Ich würde echt gerne wissen, was das war, was wir da gehört haben. Oh, da oben blinkt was. Nee. Sah nur so aus. Ist das im Luftschacht? Oh, komm. Das kann doch nicht wahr sein. Gut, das meinte ich. Die Tür geht auf. Ich glaube, ich werde die Tooltips ausblenden, Leute. Das macht alles ein bisschen... Das nimmt die Illusion. Oh! Du Arschgesicht. Ich hau dir eins. Guckt euch den mal an. Ah. Ins Gesicht. Du Arschkeks. Gut, Leute, ich mache hier nochmal eine Pause. Oh, es ist so widerlich. Es ist so furchtbar, dieses Spiel. Aber gut, es ist wirklich gut. In seiner Art. So wie es sein soll, finde ich. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir was Schönes da lasst. Gebt mir eine Bewertung auf das Video. Schreibt mir einen Kommi. Wäre echt dufte von euch. Und wir sehen uns wieder nächstes Mal, wenn es heißt Outlast.